Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Minibrunn auf der Minibrunn. Wer hätte es gedacht? Ja, die Arbeit läuft, würde ich sagen, und wir gehen jetzt einkaufen. Und zwar, ich habe mir keinerlei Gedanken gemacht, natürlich. Wir gucken jetzt hier, wir haben die ganze Folge theoretisch Zeit zum Einkaufen. Wir haben 170.000. Ich hätte davon gern einen größeren Bulldog mit schon ein bisschen PS auf jeden Fall. Und eventuelle noch einen neuen Grubber und eine neue Sämaschine, beziehungsweise oder, und vielleicht, wenn es am Ende doch noch hinhaut, noch einen, noch einen neuen Anhänger. Also, bisschen geil wäre schon der Fast Truck, aber der hat da... Der ist jetzt nicht so geeignet. Der ist, hat zwar Leistung, aber ich würde jetzt an den keinen 6 Meter grober dranhängen oder 5 Meter. Cool wäre ein MB-Drag, kostet aber 100.000. Ich meine, 100.000 haben wir. Und der hätte, müssen wir noch nicht mal als 1800er kaufen. Da reicht ja locker der 1300er, beziehungsweise schauen wir mal. 1400er können wir auch. 15, 16. Der 18 kostet halt extrem viel, 125.000, also 1400er wäre noch okay. Frontlader können wir erstmal weglassen. Design, Klima, Doppelheit brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Rundumleuchten hätte ich aber schon gerne die hier. Oder zwei von denen. Ja komm, nee, zwei von denen reichen vollkommen aus. Und Reifenhersteller. Mietis. Und dann davon. What? Nee, da reichen die hier. Wisst ihr was, Leute? Es wird ein 1400er MB-Drag. Aber natürlich in grün. Jo, den kaufen wir uns. Zack, ist gekauft. Geld ist weg. Einmal frei. Den schaut sich gleich mal an. Das ist unser neues Prachtstück. Einmal bitte bereithalten. Saugeil. Richtig geiles Teil. Auch von innen. Extrem nice. Fahrtrichtungswechsel hätten wir tatsächlich. Also wir haben da richtig geil was jetzt gekauft. Mit dem Teil kommen wir auch richtig lang aus. Absolut kein Problem. Jetzt schauen wir auf jeden Fall noch, was wir jetzt an Sämaschine uns eventuell kaufen wollen. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas, was mehr als 3 Meter hat. Aber die meisten Sachen haben halt leider Gottes 3 Meter. Außerhalb hier die Kuhn. Wobei wir da auch nochmal nach Mod schauen könnten. Scheibenecke hätten wir die hier. Den finde ich echt extrem geil. Und ich glaube, die wird es auch. Aber jetzt schauen wir nochmal bei Grubber. Was haben wir da? Nix. Den hier. Der ist ein bisschen größer. 5 Meter. Das Teil ist halt auch geil. Aber es ist halt ein Mulcher. Und der ist halt trotzdem klein. Das wäre jetzt nichts für... Ever, den müssten wir halt vorm Grubbern vielleicht nehmen oder so, um irgendwas zu mulchen. Das ist halt jetzt, ja. Flughammer, ja gut, da hätten wir die Teile. Die zählen halt aber schon als Tiefenlockerer und ich brauche mal eigentlich eher weniger. Also bei Grubber wäre ich entweder für den hier, für den Kögeling oder... Bei der Scheibenecke für den kleinen Amazone, der hat 5 und der andere hat 6 Meter. Kostet 31.000, der andere kostet 20.000, dann nehmen wir logischerweise den Kögel für 20. Und dann Sämaschine warten wir noch. Und Kipper, da wäre halt sowas hier Premium Deluxe, aber dafür das reicht das Geld nie im Leben. Deswegen reicht eigentlich sowas. Oder der Joskin. Oder der hier halt. Oder so einer von denen. Wobei, die sind auch arschteuer. Oder der hier. Wobei, der kostet auch nochmal 20.000. Jetzt rechnen wir nochmal 20.000 für die Sämaschine. Sind wir auf jeden Fall das Geld los. Der kostet aber auch extrem viel. Wisst ihr was? Zwischen der und der nächsten Folge schaue ich jetzt nochmal nach Anhängern und nach Sämaschinen.
Aber den Grubber kaufen wir jetzt uns schon. Und zwar hier den guten Kögelring. Die Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Da bin ich richtig die. Und Lichter lassen wir auch dran. Kaufen wir 21k und Pasta. Der bräuchte eventuell noch eine Fronthydraulik. Das wäre noch. Oder hat der eine? Und die ist nur nicht. Die wird bloß nicht angezeigt. Kann durchaus sein. Müssen wir mal gucken. Okay, der hat eine, wird nur nicht angezeigt, dann passt das. So, der Glas muss abgetankt werden. Den lösen wir jetzt aber auch ab. Ach, und übrigens den Kleingrubber verkaufen wir natürlich jetzt gleich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der 6-11er kommt mit dem Teil auch gut zurecht. Den setzen wir aber jetzt hier. Nee. Warte, wir fahren den jetzt mal vor. Boah, der Sound von dem Teil ist schon extrem geil. So, wir fahren. So, perfekto. Den beenden wir jetzt hier. Abfahrer entlassen. Zack und zack. Lass mal da so hängen. Und den fahren wir gleich verkaufen. Das schaffen wir auf jeden Fall locker noch. Wir tanken jetzt mal kurz den Drescher ab. Den tanken wir jetzt schnell ab und dann und wenn wir das erledigt haben, dann grubbern wir den Rest. Das machen wir jetzt gar mit dem neuen. Oder davor verkaufen aber den alten Grubber noch schnell. So schnell ist das Geld weg. Ich überlege auch gerade, ob wir überhaupt einen neuen Anhänger kaufen, weil der ist ja noch vollkommen ausreichend. Da können wir auf jeden Fall nochmal gut drüber nachdenken. Bevor wir uns da in Unkosten stürzen. Aber ich denke, den Winter werden wir trotzdem weiterhin mit einem Fendt fahren. Weil der, glaube ich, ein bisschen wendiger ist wie der MB-Drag. So, und dann lassen wir den weitermachen. Fährt er wieder auf die andere Spur? Ich glaube, der fährt auf die andere Spur, aber irgendwie komisch. Dann helfen wir nochmal ganz kurz ein bisschen nach. Die 2-3 Meter, die kann er jetzt nämlich alleine auch noch fahren. Wir verkaufen jetzt auf jeden Fall erstmal den alten Grubber. Das ist wichtig, dass der weg ist, dass der uns jetzt hier nicht sinnlos rumsteht. Weil den brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt hier die doppelte Arbeitsbreite, doppelt so schnell und doppelt so viel Leistung. Oder? Wir müssen jetzt mal kurz nachschauen. Hier haben wir 140 PS und hier haben wir 125 PS, also wir haben 20 PS mehr. Die merkst du, aber ich denke, dass der 6.11er mit dem Grubber auch mehr als zurechtkommt. Müssen mal nur das Frontgewicht wahrscheinlich hier vorne ranhängen, dass das klappt. Aber jetzt müssen wir natürlich eh erstmal den guten MB-Drag ausprobieren. Ob der auch was taugt. Das schaffen wir die Folge noch. Nächste Folge können wir dann den Drescher aufräumen. Den lassen wir jetzt dann da stehen. Den Rest der Folge, die ist jetzt nicht mehr so lang. Und den hängen wir jetzt direkt mal an Düngestreuer ran. Wo dann die Sämaschine? Näher an die Sämaschine können wir den kleinen auch hängen. So, gehen wir mal in den B-Drag rein, in den guten. Und dann legen wir los. Mal unter Last hier. Oh ja, er ist halt extrem laut. Ich weiß nicht, ob ihr den auch so laut hört. Aber ich finde ihn sehr laut. Aber es ist halt, das haben halt die so an sich, dass die ein bisschen lauter sind.
Aber jetzt haben wir auf jeden Fall hier mal ein bisschen aufgestockt hier auf unserem Hof. Und das finde ich geil. Der MB-Truck passt auch. Das ist nicht so ein hochmodernes Teil. Aber trotzdem groß, leistungsstark und sieht geil aus. Der passt voll an den Hof. Aber nächste Anschaffung wird dann trotzdem ein Fast-Truck. Der dann aber ziemlich sicher getauscht wird gegen den anderen. Ich meine, mit drei Bulldogs kommst du bei einem Einzelspielerspielstand mehr als zurecht. Für drei Bulldogs sind schon echt gut und mit vier Bulldogs bist du Luxus. Vier Bulldogs sind wirklich Luxus pur. Weil wir machen ja hier doch viel selber und lassen den Helfer dann eher weniger was machen. Aber da kannst du halt dann trotzdem mal den Helfer was machen lassen. Wenn du ein paar mehr Bulldogs hast, das ist optimal. Und durch die Rundumleuchte können wir den auch im Winterdienst einsetzen, aber ich glaube, dass wir trotzdem weiterhin den Fan nehmen. Und den EB-Truck stehen lassen über den Winter. Auch als Schutz, ich meine, durch das ganze Salz, da fängt die Scheiße ja nur das Rosten an. Und es reicht ja, wenn der Fan durchrostet. Da ist dann der EB-Truck doch ein wenig mehr wert. Wobei der EB-Truck halt 50 fährt, ne? Also mit dem bist du schneller unterwegs. So, dann haben wir es ja gleich. So. Drehen wir hier noch perfekt hin, weil dann machen wir hier nämlich direkt weiter. Aber, können wir schon mal ablassen. Tanken jetzt den Drescher ab, dreschen diesen halben, diese 2-3 Meter Ackergras noch runter. Und dann können wir den wieder parken bis nächstes Jahr. Dann ist nämlich der Dresch-Einsatz für dieses Jahr beendet. Dann geht es nämlich mit Ansehen Bodenbearbeitung weiter. Dann können wir das noch ins Silo kippen. Dann können wir das ins Silo. Und wir können den kleinen mit... Ne, wir müssen hier nochmal düngen. Wobei, das machen wir, wenn angesät ist. Das ist die zweite Düngetour. Aber wir können dann hier die Sämaschine da losschicken, wäre Helfer. Und... Warte mal, nee, wir müssen schon mit häckseln. Die Palle da, die hauen wir irgendwo in Eck rein. Und wenn wir mal dran denken, dann laden wir die uns mit dem Hoflader eben wieder auf. Aber... Da machen wir uns jetzt keinen Stress irgendwie. Wir müssen uns dann nur, was wir auch uns noch ausleihen, ist eine Ballenpresse, um das Gras hier noch einzupressen. Beziehungsweise vielleicht sogar eine Presswickelkombination, weil dann könnten wir das theoretisch wickeln und könnten das eben dann teurer verkaufen, wenn destilliert ist, und wir haben nicht das Problem, dass uns die eventuell wegfaulen oder so. Weil ich glaube, mit Seasons Mod können dir Ballen kaputt gehen. Aber sicher bin ich mir jetzt da tatsächlich nicht. Aber wir können es auf jeden Fall noch mehr liegen lassen, das Gras. Ich meine, vielleicht wird es ja noch zu Heu. Dann ist es eh vorbei mit Silieren. Jetzt fahren wir das noch weg. Und dann ist der Teil auch zu Ende. Und im nächsten Teil, ja, kaufen wir uns eventuell eine neue Sämaschine, einen neuen Anhänger. Oder zumindest eine neue Sämaschine auf jeden Fall, aber einen Anhänger. Wobei, wenn wir jetzt eine neue Sämaschine kaufen, können wir den kleinen wahrscheinlich gar nicht zum Säen schicken. Außer wir behalten halt zwei Sämaschinen. Aber das brauchen wir auch nicht. Nee, komm, lass.
Dann will man 6-11er wahrscheinlich zum Sand schicken und den alle Düngestreuer hängen. Aber jetzt tanken wir erstmal ab. Wir haben jetzt nochmal 9000 Liter Raps durch das neue Feld hier bekommen. Das ist optimal. Das ist richtig viel. So, den Kipper brauchen wir jetzt dieses Jahr eigentlich auch nicht mehr. Nee. Aber auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wieder einen Daumen nach oben da. Da habe ich mich wieder festgefahren. Und schaut das nächste Mal wieder rein. Am Samstag, glaube ich, kommt noch eine Folge Mini-Brunnen. Die letzte dann für die Woche. Und ja, bis dahin würde ich sagen, ciao.